Hallo Leute und willkommen zurück zu Android. Ja, was wir diesmal machen, sind Multitouch-Gesten. Das ist ein ziemlich cooles Thema und eigentlich echt einfach zu bewältigen, deswegen wird es wahrscheinlich auch kein so langes Tutorial werden. Also wir haben als allererstes mal wieder mal unsere On-Touch-Methode hier, wie wir das schon die ganze Zeit haben. Ich habe immer noch dieses ganze alte Beispiel hier genommen mit dem ganzen Gedöns da unten: On-Tab-Listener, On-Double-Tab-Listener, um genau zu sein, On-Gesture-Listener, und ich kann es immer noch nicht aussprechen. Das Einzige, was sich ändert für Multitouch-Gesten, ist dieses Event hier. Das heißt, ihr bekommt in diesem Event mehrere Touch-Gesten auf einmal geliefert, denn es sind ja auch mehrere Touch-Gesten auf einmal, logischerweise. So, und was ihr damit machen könnt, ist folgendes: Ihr habt Event, Punkt, also ich kann es euch natürlich leider nicht vorführen, denn ich habe nur eine Maus und ja, nicht die Möglichkeit, irgendwie noch eine zweite dran zu machen und einen zweiten Mauszeiger zu bekommen, was eigentlich ziemlich cool wäre, fällt mir gerade so auf. Okay, zwei Mauszeiger muss ich mir abspeichern. Gut, ja, könnt ihr mal developen, wenn ihr wollt. Event.getPointerCount, so, das hier ist quasi die Anzahl von euren Touch-Gesten, also wie viele Finger derjenige gerade runterdrückt. Das heißt, wenn ihr das passende Display dazu habt und ihr drückt alle 10 Finger runter, plus noch vielleicht von euren Kollegen ein paar Finger noch, dann habt ihr hier halt irgendwann einen Pointer-Count, der ziemlich groß wird. Und jeder dieser Pointer-Counts hat dann natürlich so eine hübsche kleine Action, die wir hier über die wir hier switchen können. Das kennt ihr ja alles schon. Und wenn ihr dann eben diesen Pointer-Count benutzt, dann hat auch jeder dieser Pointer, also das sind alles Pointer zu Actions. Ja, und wenn ihr dann diese Pointer-Counts benutzt, dann könnt ihr einfach hier über diese hübsche Event.getPointerID, so, und jetzt könnt ihr hier eben einen Pointer-Index von 0 bis zur Anzahl eben hier raufschicken, also Amount minus 1 wäre noch durchaus Amounten, ja genau. So, also Amount minus 1 liefert euch quasi den vorletzten Finger, und der Finger 0, also Pointer-ID 0, ist quasi euer der Finger, der als erstes drauf war. Denn ja, das ist folgendermaßen geregelt intern bei Android: Ihr habt für den ersten Finger logischerweise eine Action down, also ich schreibe das jetzt tatsächlich nur hier so als bisschen Pseudocode hin. Motion Event.Action down ist euer erster Finger. Das heißt, der Finger, der als erstes drauf kommt, da ist immer so ein minimaler Unterschied, und wenn nicht, dann weist einfach Android den ersten Finger zu. Und für alle weiteren Finger habt ihr dann einen Action Pointer down. Und das ist dann eben eure mehreren Finger. So, und dann, wenn ihr den ersten Finger loslasst, beziehungsweise wenn ihr die anderen Finger loslasst, dann habt ihr einen Action Pointer Up, beziehungsweise wenn der erste Finger hochgeht, einen Action Up Pointer. Also entweder Action Pointer Up. Moment, ich zeig's euch. So, das ist für die nicht primären Finger, also nicht der Finger, der als erstes da war, und ein Action Bodenstrich ab für den ersten Finger, der da kam. So, und dann könnt ihr quasi hier einfach über diese Pointer-IDs drüber iterieren, wie ihr das hier unten kennt, aus dem Beispiel nicht unbedingt, aus dem davor. Kennt ihr das ja alles, und dann könnt ihr eure Gesten damit eben aussortieren. Wenn ihr dann eben zwei Finger zusammenführt oder sowas, dann könnt ihr das mit der Velocity machen. Wenn die quasi gegensätzlich sind, dann führt ihr diese beiden Finger zusammen. Das heißt, ihr scrollt, wartet, ihr scrollt weg. Wenn ihr sie auseinander wegführt, voneinander wegführt, diese Finger, dann scrollt ihr quasi rein. Ja, so, das ist das Standardverfahren für diese ganzen Multitouch-Gesten. Und ja, das war jetzt ein sehr kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr wisst jetzt, wie ihr damit umgehen könnt. Es gibt da so ein paar kleine Feinheiten. Ich hoffe, ich habe euch die mal so gezeigt. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.